Die Schweiz hat vor über 100 Jahren Industrialisierung erlebt und hat verschmutzte Fließgewässer gehabt, speziell in der Ostschweiz mit der Textilindustrie, die dazu geführt hat, dass Trinkwasserressourcen stark beeinträchtigt waren. Dadurch ist auch die erste Kläranlage in St. Gallen entstanden und weitere Städte in der Schweiz sind diesem Beispiel gefolgt. Es kam dann jedoch der Zweite Weltkrieg und es waren andere Prioritäten angesagt. 1957 wurde dann das erste Umweltgesetz in der Schweiz lanciert, die Gewässerschutzverordnung, die vorsah, dass flächendeckend die ganze Schweiz mit Kläranlagen überdeckt wurde. Die Schweiz war das erste Land, war Pionierland. In einem föderalistischen Staat wie die Schweiz konnte jede Gemeinde ihre eigene Kläranlage beanspruchen. Dadurch haben wir sehr viele kleine Kläranlagen heute in der Schweiz, die zum Teil auch nicht sehr wirtschaftlich sind. Und es ist eigentlich nach 100 Jahren oder 60 Jahren jetzt eine Konsolidierung angesagt. Sehr viele Schweizer KMUs und große Schweizer Unternehmungen hatten innovative Prozesse entwickelt. Wahrscheinlich, das ist Vermutung von mir, waren sie sehr stark ausgelastet mit dem Boom in der Schweiz von Kläranlagenbau und hatten ein wenig versäumt, sich auch im internationalen Bereich, speziell im europäischen Raum, für Arbeiten zu sorgen. Heute gibt es praktisch keine schweizerischen Anlagebauern mehr, die namhaft sind. Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Vier große Flüsse haben den Ursprung in der Schweiz. Dadurch haben wir die Möglichkeit, dass praktisch die Trinkwasserversorgung aus Grundwasserquellen und Quellen kommt. Nur wenige See- oder Fluss-Trinkwasserversorgungen existieren im Gegensatz zum umliegenden Ausland.